So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Feuerrot. Das letzte Mal haben wir hier im Musterbuschwald aufgehört. Und ja, Pokémon schauen noch ganz gut aus. Ich habe keine Ahnung, wo ich das letzte Mal aufgehört habe, weil, ganz ehrlich, es ist wieder ewig her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und ich habe übrigens heute jemanden mit dabei, während ich hier schon weitergehe. Stell dich doch bitte mal kurz vor. Hallo, mein Name ist Kenji. Also man kennt mich im Internet mit deinem Namen Kenji oder Kenji Buro. Im WoW bin ich als Dinadon bekannt. Oder? Und ja. Oder Alter. Ja. Ja. Und wir haben hier einen Janera. Das heißt, es gibt eine Menge XP. Der Janera ist so das ursprüngliche, wie nennt sich das noch? Meinst du Ordoch? Ja, genau. Ja, Janera ist, finde ich, noch viel besser als Ordoch, weil Janera gibt noch mehr XP. Noch mehr als Ordoch? Ja. Ich wusste gar nicht, dass und sowas geht. Hightira gibt noch mehr. So. Ich hau mal den guten alten Adrian wieder nach vorne. Erstmal habe ich sehr viel mitbekommen. Nach wem ist dieser Adrian benannt? Eigentlich nach dem Boss von Team Aqua, aber gut. Achso, ich musste gerade irgendwie an Monk denken. Aber mal volle Kanne Hydropumpe drauf. Und er überlebt trotzdem. Oh. Und er macht einen Epic Fail mit einem Konter. Kriegt er hier noch eine Kaskade hinterher und dann kann er ins Gras beißen. Da haben wir den Käfersammler Kai besiegt, der zufälligerweise genauso heißt wie der zweite Arenaleiter aus Johto. Ist nur die Frage, ob das ein Zufall ist oder nicht. Ein Fall für Galileo Mystery. Ja, nur dass der zweite Arena-Leiter aus Johto hat der Käfer-Pokémon gehabt? Ja. Nee, oder? Ja. Echt? Kai war ein Käfer-Pokémon-Trainer. Zweite Arena aus Johto ist die aus Azalea City und die trainiert Käfer-Pokémon. Ach, ich hatte gerade die erste Arena im Kopf. Nee, das war die, Falk die war mit seinen Flug-Pokémon. Okay. Hab die verwechselt. Macht ja nix. Der Teenager Ivan will kämpfen mit einem Ultrigaria. Muss gerade irgendwie an Cognito denken. Ivan? Oder was? Nee, Kai. Ach so. In Japan. Ja. Währenddessen metzelt sich Adrian erstmal schön weiter durch ein paar Pflanzen-Pokémon durch. Gefrierbrand schadet nie, ne? Ja. Oh, es gibt nur einen Grund, warum der Angriff hier so weit nach oben geht. Das wäre? Als ich da Don Masi das Dragoran trainiert habe, habe ich einen Haufen Pokémon besiegt, die Angriffs-EV gegeben haben. So, jetzt habe ich nicht gelesen, was kommt denn in den Kampf. Aber ich meine, das kommt sowieso irgendein Pflanzen- oder Käfer-Pokémon, also können wir genauso gut den Kollegen hier mal wieder reinschicken. Ein Satsenia. Ja, das geht relativ einfach. Ach, das ist ein spezielles Flugzeug. Oder ist das nur einfach so, dass er Flammenwurf hat? Das ist ein Playthrough-Glurak. Also da ist nicht wirklich Unterschied zwischen physisch und speziell zu sehen. Er hat einen stärkeren Spezialangriff als Angriff, aber das liegt an seinen Basiswerten. Die okay. EV sind einigermaßen gleichmäßig verteilt. Also der einzige, bei dem sie ein bisschen spezieller verteilt sind, ist bei ihm. Weil man merkt so ein bisschen, er hat ziemlich viel EV im Angriff. Die sind, soweit ich weiß, sogar auf die 252 gecapped. Der ganze Rest ist zum Großteil im Spezialangriff und ein bisschen noch was in der Spezialverteidigung. Der ist der einzige, der so halbwegs gezielt EV trainiert wurde hier.
Ah. Der ganze Rest ist ziemlich random. Der Rest hat mitgenommen, was er gekriegt hat. So wie man als Casual-Spieler halt spielen würde. Also ja, man kann, bei einem Playthrough kann man das nicht so richtig machen. Ja, richtig. Außerdem reicht es ja vollkommen aus. So. Der Jake darf auch mal wieder. Finde ich eh gut, dass Pipi hier noch keinen Feentyp hat. Da kann man hier nochmal schön mit dem Durchbruch draufholzen. Und Pixie kommt auch noch. Ich mag keine Pixies. Haben die so eine hohe Def? Ja. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich sie nicht mag. Der schöne Kombinator. Ja. Eine der zwei verbotenen Attacken. Na gut, es gibt schon mehrere verbotene Attacken mittlerweile, aber es ist eine von den beiden Attacken, die schon eine Ewigkeit verboten sind. Doppelteam und Komprimator. Die beiden Attacken, die den Fluchtwert erhöhen. Ja. So. Ich müsste vielleicht mal Jake nach vorne packen, damit der wieder ein bisschen mehr trainiert wird. Und da ist ein wildes Pokémon. Ein Nebarak. Okay. Level 9. So stark gleich. Ja. Die sind ziemlich weit hinten angesetzt, von der Kampagne her. Warum sind da noch Level 9er dabei? Es liegt einfach daran, dass sie hier auf den Eilanden die ganzen Johto- und Höhen-Pokémon verteilt haben. Hauptsächlich aber Johto-Pokémon. Ach so, okay. Weil alles andere auf Kanto findet man hauptsächlich die Gen 1-Pokémon. Ja, das macht Sinn, ne? Muss ja dann eh erstmal den Pokédex bis auf 60 Einträge auffüllen, damit man überhaupt weiterspielen kann. Das habe ich ja auch mal offscreen gemacht. Hab da einfach mal einen Haufen Pokémon gefangen, die ich dann noch, ja, mit denen man den Dex einfach noch voll machen konnte. Einfach damit ich hier weitermachen kann. Damit die Leute auch noch ein bisschen was sehen von dem Spiel. Wusstest du, dass er ein Haufen Pokémon mit Donnerschwäche also reinpackt? Bibo hat keine Elektroschwäche. Echt nicht? Der ist nicht Flug? Nee, Bibo ist Käfer und Gift. Oh. Hey. Das hat nur einfach so gereicht. Hey, yo. Ein kleiner Jake hat nur relativ gute Angriffswerte. Das ist gut. Ja, und. So, dann darf der Mike auch mal wieder nach vorne. So, haben wir hier noch was übersehen? Oh, ein Nidoking. Ja, ein Nidoking. Ich bin der Meinung, ein Nidoking darf in einem Playthrough nicht fehlen. Ja, in also einem Feuerrot, Feuerrot, Blattgrün auf jeden Fall kann man immer mitnehmen. Entweder Nidoking oder Nidoqueen. Ja klar, man kann natürlich auch Nidoqueen. Der ist auch nehmen. Seit auf jeden Fall Nido. Ist auch seit Level 16 ein Nidoking als solches. Also den habe ich seit wie er sich als Nidoran damals auf Level 16 entwickelt hat, habe ich ihm gleich den Mondstein hinterhergegeben. Ja. Macht ja auch keinen Sinn, wenn man weiterentwickeln kann, ihn noch als weiter Nidorino zu trainieren. Ja, es hätte insofern Sinn gemacht, weil er eben noch Hornattacke etwas früher gelernt hätte, aber stattdessen hat er halt so den Fuchtler noch gelernt. Den kann er zwar mittlerweile auch schon nicht mehr, aber egal. Mittlerweile hat er ein richtig cooles Moveset und das wird sogar noch ein bisschen besser, sobald ich die TM für die Matschbombe noch krieg. Nice. Weil dann hat er noch eine zweite Step-Attacke neben seinem Erdbeben. Ja. Erdbeben muss sein auf dem Nidoking. Ja. Wenn man die TM von Giovanni schon kriegt. So.
Denn der Generation war das aber noch nicht so, dass sich die TMs nicht verbraucht haben, ne? Nee, das war erst nicht so. Das in Generation 5 war das dann so, also ab Schwarz und Weiß konnte man da konnte man die TMs dann unbegrenzt verwenden. Ein Blutzug. Obwohl ich das immer noch ein bisschen seltsam finde, weil das war eigentlich immer der größte Unterschied zwischen TM und VM. Ja, der größte Unterschied ist jetzt halt, dass man die VMs nicht einfach verlernen kann. Ja, okay, das stimmt. Das war noch mitunter der zweite größte Unterschied, also der zweite große Unterschied zwischen TM und VM. Konntest du ja nie wirklich, einfach verlernen. Verlernen lassen geht, aber es ist nicht einfach, ja. Verlernen lassen, ja, lassen. Attackenvergesser. Ja, brauche ich hier schon wieder eine halbe Folge, um allein den ganzen Wald hier aufzuräumen. Weil hier einfach so viele Trainer sind. Und hier haben wir ein Paras. Kriegt auch erstmal den Steinhagel ab. Noch ein Paras. Ich warte schon die ganze Zeit drauf, dass der Steinhagel mal wieder daneben geht. Deshalb ist er nämlich schon lang nicht mehr. Okay. Was hat denn der für eine Position? 90%. Das heißt, der Dienst trifft normalerweise nur zu 10%. Nee, es ist nicht so schlimm wie mit den 95er-Attacken. So, jetzt kommt ein Parasek rein, ne? Da haben wir doch was Schönes. Das einzige Pokémon im Team, das noch keinen Spitznamen hat, dann müsste ich ihm eigentlich direkt irgendwann mal noch einen geben. Ah. Aber jetzt hauen wir erstmal schön auf die Doppelschwäche. Eine der zwei Doppelschwächen, die es hat. Lass mal überlegen, was war Parasek nochmal? Wasserkäfer? Nö, sonst hätte es ja keine Flugdoppelschwäche. Na, wie komme ich denn da drauf? Was war Parasek nochmal? Bodenkäfer? Nö, Bodenkäfer gibt es nur zwei Stück und das sind zum einen Ninkada und Burmadame mit Sandumhang. Dann sag mal, was ist ein Parasek? Pflanze und Käfer. Pflanze, Käfer, oh. Ja. Da wäre ich irgendwie als letztes drauf gekommen. Ich frag mich nicht wieso. Obwohl das eindeutig ein Pilz ist. Die könnte ruhig mal was anderes als Hopspross reinschicken. Die geben nämlich kaum EP. Wenigstens sowas wie Papunga reinschicken. Ja, Hubbelupf ist zumindest schon mal ein bisschen besser. Gut, dass der Flügelschlag so viele Attackenpunkte hat. Ja. Der Flügelschlag ist generell bei Flug-Pokémon eine starke Step-Attacke, ne? Den kriegt man ja irgendwie auch auf dem Mega-Gurus, kann man den auch spielen. Geht, aber würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Zum einen, weil da kein Step... Nicht. Es ist kein Step mehr drauf und Ach halt, stopp, auf dem Glurak ist der, hat der noch Step. Wer verliegt Y ist mehr speziell. Ja, da spielt man dann eher einen Luftschnitt drauf. Gut, dann konnte man den als Glurak gut spielen, aber komme ich jetzt auf einen Glurak. Auf einem physischen Glurak geht's insgesamt, aber. Dann kein ja, Mega. Ja, Mega, Mega gefällt dir halt im Step, genau. Wie kommt jetzt? Ah. Was hast du jetzt für einen Noob hier reingeholt? Ja, anscheinend den größten aller Zeiten. Aber gut, ich bin froh, dass ich jemanden zum Reden habe währenddessen. Muss ich mir nicht ganz so viel aus den Fingern saugen. Ist nämlich gar nicht so einfach, wie man sich's manchmal vorstellt. Wir haben hier Cliff besiegt.
Ja, das ist jetzt. Wenn jetzt die Folge enden würde, das wäre das ist jetzt Cliffhanger. Ja. So. Aber wir kommen hier jetzt zumindest mal ein bisschen weiter. So. Oh, Wasser. In Feuerrot soll die Encounter-Wahrscheinlichkeit im Wasser ja nicht gerade nicht mehr so hoch sein. Ja, ich hatte jetzt gerade ein bisschen Glück, muss ich sagen. Normalerweise springt mich da immer was an. Oh, da hat mich jemand in Facebook angeschrieben. Hey. Was erwartest du, wenn du es auf? Ja, stimmt. Immer wenn ich aufnehme, schreibt mich jemand in Facebook an. Lamus, Lamus, Lamus. Da habe ich doch was dafür. Lamus für eine viel zu gute Death hat, greifen wir dann lieber mit dem Donnerblitz speziell an. Richtig. Und am besten bevor er sich mit Amnesie ins Unendliche boostet. Bei Kadabra sieht das Ganze allerdings schon wieder ein bisschen anders aus. Oh, ein Kadabra. Ja, da haben wir lieber physisch drauf. Und zwar am besten mit einem Pokémon, das schneller ist als ein Kadabra. So, jetzt wieder einen kleinen Level-Up und dann haben wir hier auch diese Psycho-Lady hier besiegt. So. Wen schmeißen wir denn jetzt nach vorne? Gluraculi darf mal wieder. So, gibt's da hinten noch was? Nee. Dann sind wir hier schon auf Fernisland, zumindest fast. Gluraculi gegen Wasserpokémon? Warum nicht? Oh Mann, das ist Jesus. Hast du gesehen? Jesus und weiblich. Wenn du damit anspielst, dass hier über das Wasser gelaufen ist, ja, gut. Oh, ein Regentanz, toll. Bringt jetzt nur leider gar nichts, weil. Du greifst dich mit Feuer an. Nee. Hätte auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Hätte es bestenfalls einen Sinn gemacht, wenn das Meryl eine Wasserdüse gehabt hätte, was es nicht haben kann, weil das hätte es vererbt kriegen müssen. Und da Trainer-Pokémon nie Zuchtattacken drauf haben. Ist es halt nicht. Ja, und da haben wir wieder den typischsten Encounter, den man im Wasser haben kann. Einen Tentacher. Yep. Im Moment habe ich eigentlich noch Schutz dabei. Ja, 6 Stück habe ich sogar noch. Oh, da haben wir einen Doppelkampf. Ja, ja, habe ich mir auch mal gedacht. Wen willst du denn in den Doppelkampf schicken? Das Pseudo-Drache plus richtiger Drache-Duo. Tino und Tina. Ein Quapuzzi und ein Starmie. Ah, ist immer wieder sehr schön. Ja, das Dummy ist für mich hier definitiv gefährlicher. Du hast auf den. War das jetzt auf den Gluraklamin oder habe ich das jetzt kurz. Habe ich das kurz nicht gesehen, dass du auf dem Glurak eine Drachenklaue spielst? Ja, auf dem Glurak habe ich eine Drachenklaue, weil Drachenklaue ist in Generation 3 noch eine spezielle Attacke. Ah, okay. Weil Drachenattacken allgemein noch unter die spezielle Schule gefallen sind hier. Alles klar. So. Da haben wir das auch erledigt. Alles absuchen.
den nächsten Trainer. Ein Kingler. Ja gut. Einmal mal... Gut, wobei, Kingler hat nicht allzu viel Spezialangriff und auch nicht allzu viel Spezialverteidigung. Da hauen wir lieber mal speziell drauf. Ampfer kommt. Ein Schutzschild, natürlich. Ja, und der kommt auch noch durch. Durchkommen tut er so oder so. Beim zweiten Mal ist es immer die Frage, ob es durchkommt. Wieso, das abnehmende Wirkung? Ja, also jedes aufeinanderwirkende Schutzschild hat nur noch die Hälfte von dem, was es davor hatte. So, gegen einen Schillock will ich jetzt aber wirklich nicht drin bleiben. Das lassen wir lieber Jake machen, der trifft das Viech wenigstens sehr effektiv. Besiegt. Ein bisschen mehr Geld hätte er aber schon hergeben können. Aha, jetzt wundert mich sowieso, dass die Geld dabei haben. Aber scheinbar haben die keine Geldscheine in der Pokémon-Welt, sondern nur Münzen. Ein AP-Plus, das ist doch nett. Den machen wir noch und dann würde ich sagen, beenden wir den ersten Part dieser Aufnahme. Sind wir eh schon bei über 20 Minuten. Ein Baldorfisch. Naja. Das ist schon 20 Minuten? Glaube ich gar nicht. Du müsstest es hier oben sehen. So, da oben stehe ich. Ah, herrlich. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Was glaubst du sonst, wie ich immer abschätzen kann, wie lange ich schon aufnehme? Stoppuhr? So, noch ein Baldorfisch. Ja, ich möchte wechseln. Und weil wir es heute noch nicht gesehen haben, darf Mike mal zeigen, was sein Erdbeben so kann. Meinst du Mike oder Mikes Erdbeben haben wir noch nicht gesehen? Mikes Erdbeben haben wir heute noch nicht gesehen, also darf der mal schön sehr effektiv draufhauen. Weil Baldorfisch ist ja ein Wassergift-Pokémon. Ja, und an der Stelle beende ich mal den ersten Part von der Aufnahme. Wir machen hier jetzt eh gleich weiter und ihr Zuschauer, ihr seht das Ganze, wie es weitergeht, dann nächste Woche am Sonntag, wie immer. Bis dahin, macht's gut, wir sehen uns.